Ein Rechtsextremist, der seit mittlerweile 14 Monaten in Wien in Untersuchungshaft sitzt, soll zuvor von der Schweiz aus Anschläge auf österreichische Politiker geplant haben. Wie jetzt bekannt wird, soll der 76-jährige Österreicher von dort aus auch ein Neonazi-Netzwerk aufgebaut haben. Seit 14 Monaten sitzt Hans B. hier in der Justizanstalt Wien-Josefstadt in U-Haft. Nach einem Amtshilfeansuchen an die Schweiz klickten für ihn im November 2016 in Basel die Handschellen wegen Verdachts auf führende Betätigung bei einer staatsfeindlichen Verbindung, Verhetzung und Verstößen gegen das Verbotsgesetz. Er soll der Kopf des heimischen Ablegers einer rechtsradikalen Gruppierung sein. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien bestätigt heute Medienberichte. Die Rede ist sogar von geplanten Anschlägen auf österreichische Politiker. Im Internet brüstete sich der Beschuldigte mit einer schlagkräftigen Struktur, die er hier in Österreich aufbaute. Wir haben aktive Gruppen, vor allem in Wien, in Wels, in Oberösterreich, in Innsbruck, in Linz für Tirol und in Kärnten. Vor allem auch in Kärnten, bei aller Vorsicht, die in Österreich auch walten muss, weil junge Kameraden, junge Mitstreiter in Kärnten und in Tirol im Gefängnis sitzen. Ein Prozesstermin gegen den Mann soll bald feststehen. Vom Innenministerium gab es heute keine Reaktion zur möglichen Terrorbedrohung.